Hi Heiko. Ich hatte Ich von hab. der Helga gehört, du hast wohl da noch auch noch welche. Du hast ganz schön gestickelt. Gestückelt. Habe ich? Du hast ganz schön stückeln müssen bei dem ersten Video. Bist du, ja, man, das ist so, die vom Sigmund, die halt sehr, ne, die Aufnahme. Und Ja, das nein, hört ist ja man klar. Ist ja sofort. klar, aber das. Weißt du, jetzt im zweiten Teil hört man das nicht, weil da nehme ich als Ausweichmöglichkeit die Spur von dir. Und die sind fast gleich. Also da hört man keinen Unterschied mehr. Aber im ersten Teil, da hört man alles. Ja, ich sage das, du hast ziemlich gestückelt. Klingt gut, ich find's klasse. Ja, mir ist wichtig, dass man alles verstehen kann, ne? Ja, nee, ist ja klar, es ist okay. Ich finde, es sogar baut sich richtig schön auf. Passt doch alles, was tust du denn ab? Oh, läuft gut. Komm schauen. Jetzt geht's, glaube ich, hinten aus geht's dann einfacher, oder? Ja. Du, also zu deiner Frage, darum habe ich kurz, bevor ich was schreibe, ich wüsste jetzt aus dem Stegreif keinen, weil, wie gesagt, ich mische mich da nicht ein, das ist schön, aber ich kann da aus dem Stegreif jetzt keinen sagen, weil ich komme ja nicht unter Menschen, du bist doch mit Leuten zusammen. Ja, ich hatte irgend so was von Helga gehört, dass du wohl auch noch welche hattest, die bei dir Anfragen machen. Nee, na, die rühren sich immer wieder, weil ich sage, das muss dich halt darum kümmern, aber nicht bei mir. Ach so. Ja, ich habe ein Nee, paar. das ist für mich eh noch ungelegte Eier. Für mich ist schwierig, wenn ich jetzt so einen Namen vor mir habe und ich habe klares Gefühl in mir, den will ich nicht dabei haben, ne? Ja, na, das ist auch immer, das Gefühl wird auch woher kommen. Weißt du, das hängt ja. Ich merke das selbst jetzt hier, schau, ich habe heute Morgen mit Martin kurz skyped, weil er da welcher sein Programm, welcher dann Film, welcher sein Filmchen, wie er das machen soll mit der Makaber. Und das jetzt nicht vorwerfen, dass ich ihn dann zeigt habe hier in Gematrie Explorer, dass selbst bei Martin elementare Grundlagen der Vordersprache fehlen. Und das ist also hier, dass ich sage, immer erwähne ich die 22 Zeichen, Heiko, in Rot und in Blau. Du musst es so installieren, wie wenn du Auto fährst, du kuppelst, du schaltest, du blinkst und wir können uns dabei unterhalten und du kriegst es gar nicht mit. Und man muss zuerst einmal einen Zustand haben, dass man wirklich, ich sag, diese Grundzeichen, dass wenn du eine Ziffer liest, dass du nicht mehr nachschauen musst, was ist das für hebräischer Buchstabe oder wenn du irgendwelche lateinische Buchstaben anschaust, dass du sofort weißt, zum Beispiel bei Vokalen, das kann ein Aleph sein, das kann ein Ain sein, also 1 oder 70 sein oder dann auch, wenn du jetzt das W, V, O, U, dass das ein Waff sein kann. Dass das I eventuell, wenn du dann ein wenig weitergehst, dass du das auch zu einem E machen kannst und umgekehrt. Das muss da sein in dir, ohne dass du irgendwie drüber nachdenken musst. Und dann erst kannst du mir geistig folgen. Und ich habe ihm das Beispiel, mach mal den Gematrie Explorer schnell auf. Bloß jetzt für dich, ich will da bloß einmal, wie weit das sich ausholt, wenn du jetzt sitzt, dass diese Grund, wenn du den jetzt offen hast, schau, ich mache jetzt nur, das habe ich Ihnen gezeigt, wir machen nur mal die Zweierreihe. 2, 20, 200. Ich sage, du kannst jetzt erst einmal 2, 20, 200 nachschauen. Nur mal die Zweierreihe. Das sind die Zweierlautwesen auf der 1, auf der 10, auf der 100er Ebene. Und dann wirst du zuerst einmal feststellen, das ist der Erstgeborene. Das ist dann auf einer Weide, da kommen wir gleich dazu, Früchte tragen, Erstgeboren. Das ist ja, die Bibel beginnt ja mit zwei. Der Ben ist ja schon eine polare Existenz, weil die eins ist ja eigentlich nicht denkbar, okay? Du kannst jetzt, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Bekaf alleine heißt in ihm, kannst nachschauen, Bekaf heißt in ihm und jetzt machen wir mal so 220 und jetzt machen wir mal 20-200. Und jetzt geht schon los. Aue, Kamelsattel, Kissen, Lamm. Weide. Ich sage immer wieder, in den meisten Wörterbüchern steht zuerst einmal eine Weide, eine Aue und das Lamm. Und wie hängt das zusammen? Pass auf, ist ganz einfach. Das Lamm, wenn du das jetzt anschaust, da kannst du jetzt rotes LA machen, dann hast du den Lichtschöpfer und Das ist plus minus Das sind die Gedankenwellen. Du kannst das La ja auch als auseinandergeschmissen, als Explosion von lesen. Jetzt geh auf das Wort Weide. Und dann wirst du sehen, bei der Weide, Heiko, wir machen mal das E als 70, dann hast du einen Doppelaufen gespannten Trümmerhaufen deines Wissens. 470 hinten raus ist ja das Wissen. Das Lamm befindet sich auf der Weide,
Und diese Weide ist der doppelte aufgespannte Trümmerhaufen, das ist das MM. Kannst folgen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du kannst gar Du nicht folgen. kennst mich doch ein bisschen. Ich hab die Zeichen überhaupt nicht drauf. Ich weiß gar nichts über die Zeichen. Das ist genau, darum habe ich dir das ja jetzt nochmal erklärt, Hans. Also, ich frage ganz einfach mal, weil du sonst immer gesagt hast, ist es noch nicht dran. Möchtest du, dass ich die Zeichen auswendig lerne? Nein, die musst Weil du wenn mich. spielerisch, da musst du Neugier drauf haben, sonst lernst du es ja wie in einer Schule, weil Hab du ich ja meinst, du nicht. müsstest das lernen. Hab Du ich hast erst einmal versucht. deine jetzige Aufgabe zu machen, aber wenn du das checkst, dass hier die nur, das sind 22 Zeichen, und wenn du alles, was ich erzähle, macht erst dann Sinn, wenn du das weißt. Weißt du, und wenn jetzt hier die Grund, das sind ja immer die Tabellen, wenn du unten anschaust. Wenn du zum Beispiel, pass auf, machen wir mal 440, 400. Da musst du dir vorstellen, mach mal das Udo-Bild, dass du mich siehst, dass ich mit Händen und Füßen arbeiten kann. Ich sehe. Dass du denkst dir jetzt einen Geist, der nicht träumt. Das ist natürlich schon ein Absurdum, weil das gibt es ja nicht. Das ist das absolute Nichts. Okay? Und in dem Moment, wo du zum Träumen anfängst, geht ja in dir ein Licht auf, da denkst du jetzt, wir haben eine Bühne, es ist alles schwarz, es ist nichts. Und in dem Moment, wo du zum Träumen anfängst, beginnt der Film. Das heißt, es öffnet sich in dir was. Das ist die Vier. In dem Moment, wo sich was öffnet, stellst du dir vor, wir ziehen einen Spot auseinander. Okay? Ja. Das ist die 40. Das heißt, die 4, die Öffnung heißt, es fließt in dir ein Lichtspot auseinander. Das nenne ich ja Gestaltwerdung, die 40. Und diese Gestaltwerdung ist im selben Moment der Erscheinung da. Was ich jetzt dir in einer Zeile wieder nacheinander erzähle, es öffnet sich, dann fließt was auseinander, dann ist Erscheinung da, das kommt nicht nacheinander, sondern das ist passiert komplett gleichzeitig. Weil sobald sich was öffnet, hast du das Auseinanderfließen, die Gestaltwerdung, und dann ist die Erscheinung da. 4, 40, 400. Das ist dieser Vierer-Charakter auf der 1er, auf der 10er, auf der 100er Ebene. Okay? Ja. Jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Schon mit dem Deutschen, wenn ich sage, es fließt, durch die Öffnung fließt dieser Spot auseinander, da hast du das Wort fließen, da steckt in einem gewissen Maß das Mem mit drin, ne, an der Oberfläche. Ist eine Kachel. Das ist eine Quadratfläche. Das nennst du ja auch eine Fliese. Ja. Jetzt kriegst du deine Quadratfläche. Das ist in dem Lamm, La. Die Lichtschöpfung ist MM. Das sind zwei Quadratflächen. Kannst folgen? Ja. Und jetzt ist es, jetzt weißt du wieso, dass das 20-200, das heißt wie eine Berechnung. Kaff ist ja wie und 200 immer blau, wir sind nur blau. 200 ist ja die Berechnung. Wie eine Berechnung oder wie berechnet, wieso, dass das zum einen Lamm heißt, die Lichtschöpfung von MM, und dann hast du es eine Weide. Eine Weide ist WI. I können wir 70, 10 lesen, das E machen wir mal als 70, okay? Dann hast du ein doppelt aufgespanntes Trümmerhaufen, weil 70, 10 heißt Trümmerhaufen auf Hebräisch. Und das DE lesen wir als 470 und das heißt Wissen. Das ist ein doppelt aufgespannter Trümmerhaufen von Wissen. Jetzt wandelt sich das, was ich immer, wenn ich sage, hier, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, macht ja mit der normalen Auslegung überhaupt keinen Sinn. Da ist der Sinn dahinter und jetzt kannst du rein arithmetisch über das Zahlensystem Symbolik umsetzen in konkrete Bilder. Das ist erstmalig, dass du kennst die Logik, das logische Denken ist arithmetisch und das analoge Denken, sagt man, ist dieses symbolische Denken. Da muss man Fantasie haben. Was jetzt mit Holofeeling passiert, dass das analogische Denken streng arithmetisch wird. Über die Vordersprache. Weil das alles nur Berechnungen sind. Ja. Jetzt ist natürlich interessant, dass wenn du hier diese 440, 400, 440, die ersten zwei, das heißt Damm, das ist das Blut. Das wird in den Adam, Adam ist ja DM, ist ja 440. Und DM im hebräischen Wörterbuch ist das dann mal Blut. Jetzt ist interessant, dass das Wort Blut, das deutsche Wort Blut, wenn wir hebraisieren, kriegst du BLUT. Wir haben ja zwei verschiedene T, die 9 und die 400. Das T ist die 9, die Spiegelung, und die 400, die Erscheinung. Die werden gleich ausgesprochen, sind beides zwei HTT. Hast du auch im Griechischen, wo immer das Problem ist, wird jetzt das mit einem T oder mit einem Taf geschrieben. Du wirst merken, eine Spiegelung ist immer eine Erscheinung. Also der T-Laut selber als Ding an sich
ist diese zwei Erscheinungen. Wir haben jetzt also, wenn du das Blut hinten mit einer 9 schreibst, Blut, dann wirst du feststellen, wenn du es in Gematrie Explorer, gib mir mal in Gematrie Explorer folgendes ein, ich sage dir die Zahlen 2, 30, 6, 9. Das liest du BLUT, Blut, okay? Ja. Jetzt schau dir das einmal an, was das heißt. Geil, Apfel. Das ist eine Eichel. Ja. Zwar die männliche Eichel. Jetzt schau mal, wenn du unten schaust, kommen da Blut. Da habe ich zuerst einmal BL Rot ist im Licht und das doppelt aufgespannte DH ist das polare Licht, mache ich, aber das WAF ist ja doppelt aufgespanntes Licht, okay? Und wenn du jetzt das hier bei Eichel, da steht jetzt Glanz, Penis, die Eichel des Penis bei Säugetieren. Jetzt pass auf, ich habe hier drüber stehen, unten, wenn du im Kommentar schaust, BL WAF TAF. Also Waff ist ja U. Ja. In einer Hülle steckend, eingehüllt. Jetzt lösch das einmal und gib einmal folgendes ein. 30, 6, 9. Lut. Das ist nur Lut einzeln. Ja. Okay? Das heißt Bedeckung, Hülle, Schleier, Verhüllung, bedeckt sein, eingehüllt sein, eingewickelt sein. Da das B als Vorsilbe immer in heißt, heißt es in einer Hülle stecken. Okay? Das ist doch deine Eichel. Deine Eichel ja der Vorhaut. So setzt sich das zusammen. Du merkst das Wort, wenn du jetzt hier dieses rein, ohne dass du Hebräisch kannst, dir die Zeichen anschaust. Das ist das Erste, wo ich sage, wo du wissen solltest. Dann können wir hier, zuerst L setzt du Licht, Waff setzt du aufgespannt und Tet ist eine Spiegelung. Das Licht und eine aufgespannte Spiegelung. Jetzt denk an unseren Spiegeltunnel. Du hast ein Licht, das machen wir rot, in der Mitte. Und außen sind die aufgespannten Spiegelungen, das sind jetzt die Lichtschatten aufgespannt, das ist die blaue Hälfte. Das ist die Vielheit. Praktisch, jetzt macht den Udo wieder, was ich erklärt habe, der erste Tetraeder. Das ist das Licht, das bist du. Und wenn du jetzt um dich rumschaust, siehst du viele Lichter. Du steckst praktisch in einer Hülle von Facetten von dir selber, die du dir ausdenkst, die letztendlich nur arithmetische Divisionen von deiner eigenen Rationalität sind. Das ist jetzt einmal das Erste und das musst du nicht wissen. Momentan reicht es, wenn du weißt, du bist immer und du spielst deine Rolle. Darum will man dem Heiko ja nichts verändern. Der Heiko will Hey, dann manche nicht verändern. ich hab lange dafür gebraucht, mich dafür nicht mehr verrückt zu machen. Weißt du, ich habe einfach kein Interesse daran. Ich hab's einfach nicht. Ich Richtig. warte darauf, dass das irgendwann kommt und dann Dass das passiert. Und ansonsten spielst du deine Rolle vom Heiko, was dir Spaß macht, weil das, was dir Spaß macht, was jetzt so deine Aufgabe ist, das ist das, dass du die Rolle spielst und den Film anschaust und das tust, was die Heiko-Logik sagt, was du tun sollst. Und die Frage, dich mit Zeichen auseinanderzusetzen, das kommt peu à peu. Ich Wobei verstehe das ja das spielerisch, Prinzip. das muss Guck dich mal, interessieren, verstehst du? ich weiß ja, was ein Quellcode ist. Ich programmiere ja hier Webseiten und so. Daher weiß ich Ja. immer, das ist das eine, was man sieht, und das andere ist der Code dahinter. Ne? Also das Und es Prinzip reicht, wenn kenne du ich. weißt, dass der da ist. Ich sage immer wieder, es Ja. reicht, wenn du weißt, dass das alles perfekt ist, weil es aus einem göttlichen Weltgut kommt. Ja. Und Doch, das ist das, das wenn man weiß ich was, da schon. beginnt der Glaube. Das ist ja der Glaube, ist, dass du, der rot geschriebene Glaube, hast, dass du auf was vertraust, was du mit deiner Logik noch nicht verstehst. Und wenn du nur auf das vertraust, was dir logisch erscheint, orientierst du dich nicht an den eigentlichen Weltgut, sondern bloß an der Logik eines Programms. Ja. Darum geht es, dass du weißt, dass das Heiko-Programm bloß eine Facette ist und dass alle anderen Programme aus demselben Quellcode entspringen. Der ist universell. Ich habe mal gesagt hier, wenn du Holofeeling beherrschst, bist du praktisch ein Computer, so diese Idealvorstellung. Ich gebe dir einen nagelneuen Computer, wo noch keiner kennt, mit einer vollkommen neuen Software. Und egal, welches Programm du aufspielen willst, egal, was du im Internet anklickst, egal, was für eine Datei du da rein machst, du klickst an und es geht auf. Ja. Und zwar sämtliche alten, ob das Basic-Programme sind, ob das DOS-Programme sind, ob das Linux-Programme sind oder Programme der Zukunft, die es erst in 10 oder in 15 Jahren gibt. In der Maschine, egal was du reingibst, du drückst drauf und es geht auf, so wie es aufgehen soll. Ja. Dann hast du Holofeeling-Bewusstsein. Dann bist du ich. Hier, ich habe Das noch ist eine. aber, dann bist du nicht mehr von dieser Welt, Heiko. Jo. Ich habe noch einen, und zwar hat mich der Sigmund angesprochen. Ich bin selber noch nicht da an der Stelle. Da hast du über ein Betsy
Und über die Panik, wie Panik Betty oder das, Biggie. soll ich das Panik rausnehmen? Biggie. Ja. Wenn es nicht wichtig ist oder unwichtig Nein, weil ist. du sagst das in, du sagst das da, du erzählst darüber und dann war irgendwie, hast du es aufgenommen? Nee, ich habe es nicht aufgenommen, aber das soll auch gar nicht da drin sein, oder? Irgendwie so hast du das, glaube ich, Was gesagt. ich jetzt im Kontext nochmal, hörst dir einfach an und hör auf dein Bauchgefühl. Es ist ja immer wieder so ein Test. Pass auf, wir denken uns jetzt, es gibt ja kein Vorher und kein Nachher. Es ist ja fast einmal alles so, wie du dir es denkst. Heiko, es ist wirklich ein einfaches, schwierig macht es das Heiko-Programm, dass du diesen, ich beobachte mich, wie ich mich beobachte. Dass du wirklich dieses Tierchen gucken, der sich nicht einmischt, der nichts verändern will, der nichts bewertet, der reinschaut wie ein neugieriges Kind, wie funktioniert das Ding Heiko? Wie reagiert der Heiko? Der Schwerpunkt einer Beobachtung muss, zuerst einmal hast du die Erlebnisse, die du als Heiko erlebst, aber da ist ja ganz massiv die ganzen Interpretationen und Wertungen. Du weißt, wie oft ich sage, alles, was zuerst einmal als reine Erscheinung auftaucht, ist wertfrei. Und alles, was du fühlst, du Geist fühlst, das ist die Interpretation von dem Programm Heiko. Ja. Selbst wenn jetzt mal wertfrei das Gefühl, was du jetzt als Schmerz definierst, auftaucht, musst du wissen, wenn du ein Sadistenprogramm hast, kann das wunderschönes, ein Masochistenprogramm hast, kann das ein wunderschönes Gefühl sein. Ja. Wenn Hey. sich ein, das ist, es ist immer, oder Ekel. Was, ein Bild taucht auf und du hast Ekel und den anderen. Ich bin da immer so brutal, wo ich hier erst das Thema hatte, wo ich sage, wenn du jetzt in den Bereich gehst, du denkst dir Menschen aus und jeder Mensch ist ausgestattet mit einer ganz persönlichen Sexualität, mit Fantasien. Heiko hat Fantasien, Martin hat Fantasien. Unabhängig, wir reden jetzt, ich dringe nicht in deine Intimsphäre ein, die ich bestens kenne, weil ich die programmiert habe. Und es ist jetzt, muss nicht rot werden von mir, ist es definitiver so, das konntest du dir ja nicht raussuchen. Es hat einen tiefen symbolischen Sinn. Aber was du jetzt weißt, dass jeder irgendwelche sexuelle Fantasien hat, ob der das zugibt oder nicht zugibt, das ist ja alles diese Moral, wo ja filtert wieder. Und dass diese, wenn du jetzt nochmal in ein klinisches Wörterbuch der sexuellen Fantasien reingehst, dass diese Palette wesentlich weiter gespannt ist, wie was dir momentan in den Sinn kommt, wenn du da mal nachschaust, angefangen von welche, die extreme Freude haben, auf dem Friedhof Leichen auszugraben und sich an Leichen zu vergehen, da sind ja die Pädophilen, sind ja noch harmlose, oder die gern gewickelt werden wollen in Kinderwindeln, bis hin, dass hier der Hochgenuss besteht, dass mir irgendein Domina ins Maul scheißt. Für den ist das ein Hochgenuss. Wenn dich das jetzt interessiert, dann geh in dein Internet, du warst mein Beispiel. Das Internet und der menschliche Körper, du kennst es von den Vorträgen. Das Internet hat unendlich viele Internetseiten und der menschliche Körper unendlich viel, also eine Unmenge von Körperzellen. Und wir machen das wieder parallel. Ich wiederhole es nochmal kurz. Wir sagen das Internet und den reinen physischen menschlichen Trockennasen auf dem Körper. Das Internet, symbolisch wie der Pinsel und der träumende Geist, mache ich zwei Beispiele parallel. Das Internet besteht aus einer Unmenge von Zeiten und der Körper von Körperzellen. Wir können jetzt diese Internetseiten einladen in gewisse Gebiete, dass wir sagen, das sind christliche Seiten, das sind Verkaufsseiten, das sind muslimische Seiten, das sind Börsenseiten, technische Seiten, Bonoseiten und so weiter und so weiter. Und im Körper hast du die Körperzellen, das sind Blutkörperchen, das sind Gehirnzellen, das sind Muskelfasern, das sind Leberzellen, das sind Darmbakterien, Darmzoden, sind die Körperzellen, sind auch gewisse Bereiche. So, und jetzt pass auf, im Internet. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, diese Kinderpornoseiten müssen raus und das muss raus. Das Internet ist Gott. Es sind unendlich viele Möglichkeiten, die an der Oberfläche auftauchen können. Und wenn du irgendeiner dieser Möglichkeiten Gott absprichst, ist er nicht mehr der Heilige Geist, der vollkommene Gott. Okay? Ja. Jetzt gehen wir in den Körper. Was wird jetzt mit deiner momentanen Logik mit dir passieren, wenn du jetzt sagst, Menschenskind, ich will diese Scheiße im Darm nicht mehr haben, ich will keine Darmzonen, ich will mit dem Dreck nichts mehr zu tun haben. Wenn du das nicht in dir drin haben willst, wirst du mit deiner normalen Logik, bist du sterbenskrank, du bist nicht mehr gesund, weil das zu deiner Gesundheit gehört. In deinem normalen Betrieb kriegst du das ja gar nicht mit. Wenn ich jetzt einmal hier sage, wir würden den Körper Heiko aufschneiden, was da für ein Übel und Scheiß und alles Zeug drin ist. Eklig. Aber das ist ja schön eingehüllt, es bleibt ja im Hintergrund. Aber das im Hintergrund, das ist nötig für das Schöne, für den schönen Heiko von außen gesehen. Okay? Ja. Und genauso ist es, du musst dich doch mit den Bonusseiten, du musst dich doch nicht anschauen, du musst dich doch nicht drüber aufregen, lass die im Hintergrund. Aber es sind auch diese Verkehrtseiten, die Kehrseiten, die du zur Heiligkeit brauchst für das Schöne.
Symbol, verstanden? Ja. Darum sei immer wieder, egal was du nicht willst. Jetzt wird es natürlich interessant, wenn du jetzt ins Internet gehst. Ich bleibe mal bei dem ersten Beispiel und du gehst jetzt mal ganz, das nennt man übrigens Kaviar und in Essex. Okay, hier die Sache mitten ins Maul scheißen. Ja. Dann wirst du hier eine Unmenge von Bonos finden, das ist immer wieder wie mit E-Pfeifen, E-Zigaretten. Sobald du auf was einen Fokus legst, holst du aus dir das raus, was vorher voll in dir geschlummert hat, weil es dich nicht interessiert hat, außer ich lasse mal zufällig was auftauchen. Setz dir was vor. Das ist wie wenn wir GTA spielen. Wenn du nicht in den Wald gehst auf die Jagd, dann existiert der Wald für dich nicht, wenn du dich laufend bloß in Spielcasinos oder so in GTA rumtreibst. Du musst es durch dein Interesse rausholen. Das ist das Verrückte. Die Welt, zweites Gebot, ist nicht da außen, ist in dir drin als Einheit, als Möglichkeit, wo du mit Interesse entfalten kannst. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich für irgendwas interessiere. Das passiert. Du sollst nur schauen. Ja. Du sollst ja der Tierchengucker werden. Ich habe gesagt, ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten, das ist der Heiko. Und den beobachtest du dich ohne einzumischen, weil der Heiko ist ja Figur auf der Leinwand. Auch wenn du das Gefühl hast, auf der Heiko zu sein, bist du in dieser virtuellen Welt, in der Matrix, letztendlich nur eine Figur in deinem eigenen Kopf, die du Geist beobachten sollst. Du sollst deinen Traum beobachten. Jetzt wirst du merken, dass du plötzlich durchaus der Heiko bist, mit dem ganzen Heiko-Gefühl, das du hast, und trotzdem zusätzlich sich von dir von was ablöst. Das ist der Geist, der mich interessiert. Du, mir fällt was ein, das habe ich mich vorhin erst gefragt. Der Heiko, der setzt sich ja praktisch erst in Bewegung, wenn er mit irgendwas nicht einverstanden ist. Also der ist von mir aus un Unzufriedenheit. ja, also ist Heiko, ich falle dir jetzt gleich ins Wort. Ich zitiere mich einmal wieder selber. Die Gott liebt, hat die straft und züchtigt er. Das heißt nicht Strafe im klassischen Sinne, sondern Unzufriedenheit ist die Triebfeder für Kreativität. Erst wenn du unzufrieden bist, mein altes Beispiel, denk dir mal eine Pflanze aus, die im Schatten steht. Die wird ihre Blätter dem Licht entgegenrichten. Wenn wenig Wasser da ist, wird die ihre Wurzeln tiefer ins Erdreich reinbohren. Das heißt, selbst auf einer Pflanzenebene, jetzt innerhalb deiner Logik, siehst du, dass erst wenn was unzufrieden ist, wird Energie frei. Unzufriedenheit ist Energie. Das große Problem ist, dass die Leute, die ich jetzt unzufrieden mache, dass die ihre Energie auf die falschen Ziele ausrichten, auf Einseitigkeiten. Du musst diese Energie benutzen zur Heilung, zur Heiligung. Und das funktioniert nur, wenn du deine Feinde liebst, das, was dir böse, schlecht, verkehrt erscheint, das musst du integrieren. Du brauchst das Dreieck und den Kreis, dass du auf die höhere Ebene kommst, zum Kegel kommst. Das habe ich oft genug durchgekaut. ja, ich habe nur, also ne? Wer ist wer? Also wer, den ich beobachte, ne? Der ist zum Beispiel, der ist ja immer unzufrieden, ja, sonst wird der seinen Arsch ja nicht Ja, darum sage ich, hochkriegen. ich gebe dir Energie ohne Ende, du kannst bloß noch nichts damit anfangen. Naja, aber wenn du jetzt sagst, also sagen wir so, ich bin damit einverstanden, dass der Heiko nicht einverstanden ist. Also so. Das musst du werden. Du misch dich als Tierforscher nicht ein, du beobachtest den Heiko, wie der Heiko mit vielen Sachen nicht einverstanden ist, was natürlich jetzt, der Heiko ist nur ein Gedanke und das ist wieder eine Interpretation von dem Heiko, ist ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Das heißt, es ist nicht ein, pass auf, ich könnte jetzt, habe ich erst jetzt gehabt, Bezi, weil du Bezi ansprichst, Bezi war da und ich sage, Bezi, ich erkläre dir jetzt etwas, was ich dir die letzten hier und jetzt ausgedachten 15 Jahren hunderte Male gesagt habe. Wenn du schon mit deinem Programm zwanghaft dazu neigst, dich permanent zu vergleichen, dann vergleich dich doch jetzt in deinem normalen Weltbild nicht permanent nach oben. Dass du dich so scheiße fühlst, weil du dich permanent mit Leuten, die einen super Job haben, die reich sind, die die Scheiße nicht um die Ohren haben, mit dem Konkurs und so weiter, mit denen vergleichst du dich, mit den Schönen, mit den Autos, die tolle Frauen haben und du fühlst dich unzufrieden. Ich sage, wenn du dich doch vergleichst, so wie du dir jetzt die Welt ausdenkst aus deiner Medienwelt, die du hier duplizierst in deinem Kopf, solltest du dir klar machen, dass grob geschätzt 70% der von dir ausgedachten Weltbevölkerung würden sich alle 10 Finger abschlecken, dass sie mit dir jetzt tauschen. Ob jetzt mach, schau in den Fernseher ein, dann hast du mit Flüchtlingen zugeschissen, da wird jeder einzelne alles drum geben, mit dir, mit dem Heiko, mit der Heiko-Situation, ich sage jetzt mit der BC-Situation, tauschen zu können, obwohl du praktisch jetzt hier Offenbarungseid leisten hast müssen. Das ist trotzdem, du fährst mit der nagelneuen Mountainbike rum, du hast jeden Tag zu essen, du hast das Dach über dem Kopf, ohne was, es ist eigentlich immer genug da. Das heißt, du hast von denen aus gesehen, hast du eigentlich schon den Himmel auf Erden.
Stimmt oder stimmt? Ich sage, wenn du dich jetzt permanent mit denen vergleichen würdest, würdest du von morgens bis abends schreien, juhu, geht's mir gut. Aber was machst du, Depp? Du vergleichst dich mit denen, denen es angeblich viel besser geht wie dir, und darum fühlst du dich scheiße. Ja. Das ist die Freiheit, die du hast. Und darum ist es da, dass du das erkennst. Verstehst du? Es ist immer das Ganze, was in dir rumspuckt. Das erste Mal sind symbolische Bilder, die man entschlüsseln kann. Aber das ist ja gerade dieses Leben des Heigos. Durchlebe ich jetzt ganz, ganz bewusst, um mir mal so klar zu machen, wie ist das eigentlich, wenn man Heigo ist. Und in jedem Leben hast du ganz, ganz bestimmte Sachen zu lernen. Denk spontan jetzt an diese kleine Geschichte mit der kleinen Seele aus einem Eimener-Vortrag, Weltspruch, Vergebung. wo die Seele zu mir kommt und sagt, Mensch, ich habe eine andere Seele getroffen und die hat so gestrahlt, die war so glücklich, weil sie Vergebung, sie weiß jetzt, was Vergebung ist. Sie hat ihn vergeben und was das für ein tolles Gefühl ist, plötzlich wie gut man sich fühlt, wenn man nicht hasst und neidisch ist, sondern wenn man vergeben kann, verstehst du, verzeihen kann. Ja. Mach doch, ich möchte es auch erleben, wie schön das Gefühl ist. Und dann muss ich zwangsläufig in einen Traummann auftauchen lassen, der dir ans Reintreten tut, richtig kräftig. Dann wirst du zuerst den Hass verspüren, du wirst dich schlecht fühlen, weil wenn man voller Hass und Rachgelüste ist, das frisst dann auf. Und dann gebe ich dir, lasse ich dir die Vergebung einfallen und dann vergibst du den. Und dann wirst du plötzlich merken, wie gut du dich fühlst. Aber dieses schöne Gefühl kannst du nur erleben, wenn ich an in dir auftauchen lasse, der dann eine Traumfigur ins Reintreten tut. Ja. Und das ist jetzt eine Erfahrung, die du in einem ganz bestimmten Leben machst. In einem anderen Leben kommst du gar nicht dazu, irgendwie zu vergeben. Außer du bist dann hier wirklich der Eckstein, du bist ich, weil dann sagst du, ich nehme alle Schuld auf mich, dann vergibst du allen. Da gibt es keine qualitativen Wertungen mehr. Du, wenn ein Vortrag, du hast jetzt das geschnitten, wie ich immer wieder darauf hinweise. Ich habe einen tiefen Respekt vor all den Kreaturen, die ich erschaffen habe, vor korrupten Politikern, genauso wie vor Trockennasenaffen und vor Regenwürmern. Weil die sich das nicht raussuchen können. Ich mache keine Schuldzuweisung. Ich werf den Heiko nicht vor, dass er so ist, wie er ist. Und wenn du ich bist, wirst du das auch nicht machen. Aber wenn du das Heiko, diesen Charakter, nicht kennst, ist es hochspannend, den Charakter zu durchschauen. Da musst du ich werden und du beobachtest das ganz einfach. Und ich denke mir dann, dass das Ganze noch, wenn realistischer wird, mischen wir noch ein bisschen Vergessenheit mit dazu, dass das dann sich auch realisieren kann. Der ist gut, ja. Ja, das ist nichts anderes. Es kann nur in der Vergessenheit real werden. Das ist die Konzentration. Und wenn du mehr Energie hast, dann ist beides gleichzeitig da. Dann kannst du realisieren, verstehst du? Und du weißt, was du bist. Und die Möglichkeiten, die sich dir öffnen, pass auf, habe ich gerade in Martin das Beispiel gebracht. Du bist auch im Programmieren so weit, dass ich dir sage, wir können ja jetzt einen Film mittlerweile, wir denken mal normal raumzeitig, da gehen wir davon aus, da außen ist eine Welt mit Naturgesetzen, die können wir mit einer Kamera aufnehmen und dann haben wir das digital auf dem Bildschirm in einer digitalen, als digitale Datei. Da die digitale Datei die Bilder macht, die diese äußere Realität abbildet, kann man natürlich auch dieselbe Digitalstruktur gleich am Computer schreiben und dann habe ich auf dem Bildschirm ein Bild, eine Welt, einen Film, der total real aussieht. Und jetzt kommen wir auf die Idee, Mensch, da kann ich jetzt, wenn ich das Programm verändere, kann ich ja zum Beispiel denk an die Königin von Narnia oder wie das heißt, in Disney-Film, so Zentauren bauen oder Life of Pi, ein Löwen, ein Tiger machen, ein Löwen, der spricht. Transformers, ich kann Autos hier zu Roboter sich entfalten lassen, ich kann einen Superman machen, der durch die Luft fliegt und zwar vollkommen real. Was ich dir damit sagen will, dass du jetzt schon mit etwas Fantasie im feinstofflichen Bereich dir gewisse Sachen denken kannst, hängt davon ab, wie du dir es denkst. Das geht ja, feinstofflich ist es kein Problem. Was dich daran hindert, es auch in deinem Kopf real ablaufen zu lassen, ist, weil du immer noch im tiefen Glauben bist, die Welt da außen existiert ohne dich. Du hast damit nichts zu tun. Und du weißt, wie oft ich sage, all deine sinnlichen Wahrnehmungen, was wir jetzt einmal Realität nennen, sind genauso Informationen wie ein Gedanke. Du kannst dir jetzt an Superman denken, der fliegt mit Superkräften, aber wenn du auf die Straße gehst, sagst du, da gibt es keinen, der das kann. Das ist dein Glaube. Ist ganz, ganz tief drin, ja. Richtig. Und da habe ich in dem Vortrag, wo du geschnitten hast, habe ich noch gesagt, du kannst mit Wollen dein Glauben nicht verändern. Weil ein Glaube, der eigentliche Glaube, ist nicht das, was du sagst, ich glaube. Das ist der blaue Glaube. Das ist das, was du für wahr hältst. Der rote Glaube ist in einem Bereich, den du nicht denken kannst.
Und ich habe da das Beispiel, wenn du glaubst im tiefsten Innern, dass wenn du am Wasserhahn aufdrehst, dass dann Wasser rauskommt. Du gehst hin, drehst das Wasser auf und dann läuft das Wasser, weil du dir keine Gedanken drüber machst. Weil das für dich so ist, das glaubst du. Ja. Wenn wir das jetzt umdrehen und du sagst jetzt, ich will, dass da kein Wasser rauskommt, und du gehst hin und du sagst, ich wünsche mir, dass da kein, ich glaube, dass da kein Wasser rauskommt, du wirst dich wundern, der Wasserhahn schätzt sich an Dreck drum, was du glaubst, du drehst auf und es kommt Wasser raus. Jetzt kann man natürlich sagen, außer du drehst den Hauptbahn ab, aber dann manipulierst ja du schon wieder. Was ich damit ausdrücke, ist, dass jetzt zum Beispiel für dich hundertprozentig sicher ist, wenn du spazieren gehst und da kommt eine Straße mit einem Zebrastreifen, dass du über den Zebrastreifen drüber gehen kannst, wenn kein Auto kommt. Und dass du, wenn du im Fuß auf den Zebrastreifen, auf die der Straße legst, dass du ihm der nicht einsinkst, da machst du dir keine Gedanken drüber. Das ist für dich ein Faktum. Ja. Okay? Das ist, weil du es glaubst. Wenn du jetzt genauso sicher dir wärst, dass du über den Swimmingpool laufen kannst, würdest du genauso über den Swimmingpool drüber laufen, weil nicht ein Hauch von Wissen oder Glauben, Wissen, Glauben in dir drin ist, dass du auf den Swimmingpool in das Wasser einsinkst. Würdest du jetzt aber genauso sicher in einem Programm drauf haben, dass sobald du mit dem Fuß auf den Zebrastreifen drauf drückst, dass der nachgibt wie das Wasser im Swimmingpool, dann würde das in einer Welt passieren. Übrigens würdest du das dann auch nicht mitkriegen, weil das ja für dich vollkommen normal wäre. Ja. Verstehst du, was ich meine? Es wäre ja dann normal, weil das wäre dann überhaupt nichts Besonderes. Genau. Es wäre nichts Besonderes, übers Wasser laufen zu können und auch nichts Besonderes, wenn du auf dem Teerstreifen einsinkst, weil das ist ja deine Vorstellung von Normalität. Das heißt, deine Normierung ist dein Glaube. Aber wenn du jetzt diese Normierung des Programms veränderst, verändern sich auch die realen Bilder in dir. Da kannst du fliegen und kannst alles Mögliche machen. Was jetzt aber gleich wieder, was ich dir sage, der nächste springende Punkt ist, du wirst es nicht erreichen, wenn du meinst, wenn ich so weit bin, dann kann ich mir dieses und jenes materialisieren. Weil damit entheiligst du dich schon wieder, weil du dich wieder für was ganz was Spezielles interessierst. Verstehst du? Und du musst dich für das Ganze interessieren, für dich selber. Wenn du dich einmal für alles interessierst, interessiert dich was Besonderes nicht mehr. Verstehst du? Ja. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn du dich wirklich für Gott, für alles interessierst, ich sage jetzt schlichtweg für uns oder für dich, ich bin ja du, dann werde ich irgendwie schön oder reich oder Auto. Das ist so nebensächlich. Das würde dich überhaupt nur mehr interessieren. Glitscht ja schon langsam weg alles. Und das passt, das ist auf dem Film, da ist es schön immer wieder, dass ich nicht da bin. Ich kann zwar jetzt sagen, Heiko überlebt sowieso nicht, den du dir ausdenkst. Die Drohung ist schon wieder Interpretation vom Heiko-Programm. Darum soll ich jetzt, mach dir doch einmal bewusst, ich drohe dir nicht, das ist doch das, was du glaubst. Und im selben Moment ist eine panische Angst drin. Verstehst du immer wieder, wenn so eine Zukunftsangst dann anfällt? Ich Ja. sage, das setze ich dir vor, dass du irgendwann einmal als Beobachter merkst, es wiederholt sich deshalb, weil das Heiko-Programm ganz massiv mit Panik reagiert, wenn solche Gedanken auftauchen. Ich lasse irgendeinen Gedanken in dir auftauchen und du schreist dir fast in die Hose. Welchen Gedanken? Ja. Ist doch Wahnsinn, oder? Ja. Aber jetzt, sobald du dieser ruhende Beobachter bist, wird dir das bewusst. Und wenn du das erkennst, das ist der Häkchen im Führerscheinprüfungsbogen. Wenn du es erkennst, dann halt es sich, dass du die Sinnlosigkeit von Ärger und von Angst erkennst. Weil Angst und Ärger lässt dich Unwohlsein finden. Denk an den Vortrag, an das Beispiel, wo ich sage, mit Sympathie. Sobald du mit einem mitleidest, fühlst du dich scheiße. Deswegen geht es den anderen nicht besser. Also das kannst du komplett unterlassen. Die Ursache ist ja nicht, weil du jetzt mit dieser Erscheinung konfrontiert wirst, sondern weil das Heiko-Programm damit nicht einverstanden ist. Das ist die Ursache für Leid. Nicht die Erscheinung als Ding an sich, es sind eher das Erscheinungen. Die Angst bringt ja selber überhaupt nichts, außer dass ich mich scheiße fühle. Richtig, aber das ist Energie und das ist die Energie, die dein Geist wach macht, dass du immer mehr dich verlagerst zu dem Beobachter. Genau. Jetzt kommt aber das Problem, dass dieses Prinzip verstanden, wirst du immer wieder, wenn du noch nicht die Energie, die Reife hast, versuchen, diese Reaktionsmechanismen in dem Heiko-Programm abzustellen. Und damit rutscht er automatisch wieder auf die Ebene der blinden Arschlöcher herunter. Jeder Beobachter, der was beobachtet und damit nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Du bist nämlich mit meinem Heiko nicht einverstanden, so wie er ist. Siehst du, das ist das, was, wo ich dich da eben vorhin drauf angesprochen habe. Ich beobachte doch nur einen, der Angst hat, oder nicht? Richtig. Das ist, wenn du dich Dann komplett, lass ihn doch Angst haben. wenn du spielst jetzt die Rolle der Angst, weil du jetzt weißt, dieser Beobachter ist eigentlich der geistige Kann in den Heigo und so wie ein Schauspieler, der ein Schwein oder ein Mörder spielt,
weiß, das bin ich ja nicht, das ist ja nur die Rolle, die ich spiele. Ich lasse das fließen nach Drehbuch. Okay? Aber mit Bewusstsein, darum sage ich, die Schwierigkeit besteht nicht darin, dass du deine hier und jetzt gedachten Informationen um dich herum in Raum und Zeit verstreust, sondern das Problem ist, dass du das unbewusst machst als normaler Mensch und glaubst, das Zeug, das du dir ausdenkst, ist unabhängig von dir da außen. Du hast damit nichts zu tun und du hast keine Macht darüber. Das ist jetzt das, was ich dir sage. Das einmal mach dir klar, egal was in dir auftaucht, das ist, weil du es träumst. Du bist der Einfallspinsel. Ja. Und jetzt mit dem Einfallspinsel, den wir uns jetzt bewusst ausdenken, wird dir auch klar, dass der Pinsel sich das nicht raussuchen kann, was er träumt, der träumende Geist. Ja. Jetzt wäre es Schuld der Maler, dein Intellekt. Aber erst wenn du dich da schon gelöst hast, wird dir das klar, dass der Einfallspinsel auch frei zu sprechen ist. Schon aufgrund der Tatsache, dass sobald wir uns an einen Einfallspinsel denken, der wo was träumt, ein träumender Geist, der wo was träumt, der ja auch schon wieder was Ausgedachtes ist von dir. Der ist ja nur das Symbol für dich selber. Und so löst du dich immer mehr das Globalbewusstsein, dass du merkst, dass auch Raum und Zeit, dass dir immer bewusster wird, alles, was ist, ist hier und jetzt. Wo ist der Udo, den du dir jetzt ausdenkst? Da Der würde ich ist mal sagen. hier in deinem Kopf eine Gedanke. Im sinnlichen Weltbild vor dir ist es ein Pixelmännchen, okay? Aber der Udo ist jetzt in dir, in deinem Kopf. Und jetzt schau mal, was das Heiko-Programm glaubt. Das Heiko-Programm glaubt ja, zuerst einmal, jetzt machen wir das bewusst, dass der Udo da außen in weißem Programm wie auch vor dem Computer sitzt und dass gespiegelt der Udo sich jetzt den Heiko ausdenkt. Genau. Wohlgemerkt, dann muss ja in dem Udo jetzt, den du dir ausdenkst, ein Heiko drin sein. Wohlgemerkt, in dem Udo, der eigentlich in deinem Kopf ist. Ja. Dann ist in deinem Kopf jetzt ein Udo und du denkst dir in den Udo in deinem Kopf ein Heiko rein. Ja. Und das Ganze befindet sich in dir. Merkst du, wir haben jetzt Maruschka-Puppen aufgebaut. Ja. Wer ist ganz innen? Der Udo. Du denkst dir den Heiko-Kopf. In dem Heiko-Kopf ist einmal der Gedanke an den Heiko. Und der Gedanke an den Heiko denkt sich an Udo aus, der in den Heiko drin ist. Ja. Und in dem Udo ist der Heiko, der sich noch in dem Heiko drin ist, der in deinem Kopf ist. Dann ist der Das sind Heiko ganz unten. Schichten, die aber letztendlich, und jetzt, was ich erzähle, dieses Panim el Panim, ich spreche jetzt von Angesicht zu dir. Die einzige Stelle, wo sich El Hayom und Petscher in der Dora überschneidet. Das ist genau der Vers, ich spreche von Angesicht zu dir. Da steht Panim el Panim. Dasselbe als Penim el Penim von innen zu innen. Jetzt macht es am Sinn. Wahrlich, habe ich einmal gesagt, hier und jetzt ausgedacht, wahrlich, ich bin jetzt in dir, Heiko, so wie du in mir bist. So steht es im Neuen Testament. Und merkst du plötzlich, dass das eine präzise Beschreibung von dem ist, was eigentlich wirklich ist. Aber jetzt sag mal, dann der Mensch wird sagen, das ist ja alles Märchengeschichte. Verstehst du, das ist ja religiöses Geschwätz. Das religiöse Geschwätz wird plötzlich zu einer ganz klaren, deutlichen Sprache und unser Professor Lesch, der redet plötzlich bloß noch in Hirngespinsten. Das ist es Umdrehen, wie beim Klingeling-Beispiel, dass sich das Wertesystem umdreht. Das sind die zwei Seiten, die beide richtig sind und beide verkehrt, je nachdem, von welcher Seite du schaust. Und jetzt stehst du wieder eins drüber und du erkennst plötzlich diese zwei sich widersprechenden Seiten. Die erzeugen dir eine Synthese-Gefühl der Heiligkeit. Weil du plötzlich erkennst, beide Seiten sind richtig und wenn die Seite richtig ist, ist die verkehrt, von hier aus gesehen. Aber die verkehrte Seite schaue ich von der, wo ich sagte, ich nehme dich bei der Hand und wir schauen uns jetzt das, dann ist die Seite richtig und plötzlich erkennst du, was vorher Richtung richtig war, ist jetzt die Kehrseite. Und erst wenn du das vor dich hinstellst, das ist der Heilungsprozess. Hast du geschnitten, habe ich mir gerade angehört. Und du merkst, einmal hören, ist, man muss das immer wieder wiederholen. Ich Wie musste soll ich es noch einfacher ausdrücken, Heiko? Ich frage dich einmal. ich habe das jetzt so oft gehört und ich muss das noch mal in Ruhe hören. Also ohne den Gedanken, wie ich es schneide, ist das laut genug. Ich Ja, muss das keine mal. Frage, da bist du. Pass auf, Heiko, ich habe hier am Anfang, ich mache mal zurück, wie Holofeeling die ersten Bände rausgekommen sind. Das sind ja jetzt nach 20 Jahren, wenn ich immer sage, die Donis, du weißt, das sind alles, die Feddings sind Lehrer, die Helene ist Lehrer, das sind so viele, die Andrea ist eine Lehrerin. Dass aber ganz, da waren noch etliche, die jetzt weggefallen sind, Lebensabschnittsgefährden, dass ich zuerst einmal hier mitgekriegt habe, das ist ja so voller Fehler. Ich sage die Anmaßung, dass du deine jetzig gelernte, die momentan aktuelle Rechtschreibnorm, die mir jetzt in deinem Leben die letzten Jahre sich auch nochmal verändert hat,
dass du die absolut setzt. Ich habe immer wieder deinen Vergleichsmaßstab. Lies meine Paracelsus-Bücher oder den Urluther, dann wirst du feststellen, du sagst, der kann ja überhaupt kein Deutsch. Erwähne ich gleich auf den ersten Seiten in Ich bin du, im ersten Selbstgespräch. Ich sage, mach nicht den Fehler. Was jetzt wichtig ist, dass ich jetzt hier, wenn ich die Helene nehme oder die Trixi, die ist jetzt die Tochter von der Helene, die ist mittlerweile Schulrektorin, die hat praktisch, ist in die Fußstapfen der Mutter getreten, raumzeitlich. Die schmunzelt so, die sagt, Udo, wenn ich die Offenbarungen lese, wenn ich in der Schule bin und ich korrigiere, Deutschkorrektur, dann raste ich das ab und da habe ich wirklich ein Fehlersuchmikroskop, dass mein Fokus nur auf der Rechtschreibung liegt. Da achte ich überhaupt nicht auf den Kontext. Ja. In dem Moment, wo du jetzt was liest und du achtest nur auf den Kontext, kriegst du das gar nicht mit. Du kennst doch das schöne psychologische Test, wenn du einen deutschen Text nimmst und du kannst innerhalb der Worte, du musst nur in Anfangs- und in Endbuchstaben stehen lassen und innerhalb der Worte kannst du die Buchstaben tauschen und es ist nur die ersten zwei, drei Zeilen ist es holprig und dann kannst du das fließend lesen. Ja. Du kennst das Experiment, ne? Dass du merkst, dass das so uninteressant ist, es muss nur innerhalb dieses Chat, in du bist ich, heißt es schon, innerhalb der Worte kannst du springen und austauschen. Jetzt Sephira, Buch der Schöpfung, tausche, ändere die Farben von den Buchstaben innerhalb, dann ändern sich die Bilder, obwohl du im selben Wort bist. Okay? Und jetzt ich hier aber einen Schritt weiter, wenn die sagt jetzt, die schmunzelt, weil wenn ich die Offenbarungen lese, was noch dazu kommt, dass selbst die Fehler natürlich alle ihren Sinn haben, weil ja alles einen Sinn hat, dass ich das gar nicht mitkriege, weil ich nur auf den Kontext meinen Fokus legen, auf den höheren Kontext den Fokus legen habe. Okay? Aber ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Du arbeitest in einer Druckerei, du kriegst ein neues Buch oder Zeitung und du machst den Satz, du machst rein den Satz. In dem Moment, wo du den Fokus hast, ob das Ariel oder Times New Roman oder Kallistra oder sonst was, wenn du den Fokus auf die Schriftarten liest, dann kriegst du nochmal mehr den Kontext mit, geschweige den Rechtschreibfehler. Und wenn du jetzt im Satz bist, liest du das eigentlich gar nicht groß, was da drin steht. Dich interessieren auch keine Rechtschreibfehler, sondern du hast die ganze Seite vor dir und sagst jetzt die, Genau. du weißt, was ich meine, die Absätze, wie setze ich das in Zeilenumbruch, dass das schön ausschaut, wo breche ich das um? Du hast wieder einen ganz anderen Fokus. Und letztendlich ist eigentlich immer dieselbe Schrift vor dir. Also jetzt achte ich auf die Rechtschreibfehler innerhalb des schreibtechnischen Kontextes, achte ich auf den Kontext von dem, was mir die Schrift mitteilt, was ich herauslesen kann, oder achte ich jetzt nur mal oberflächlich, wie setze ich das, dass das schön ausschaut? In dir ist nur, wo du den Fokus hast. Ja. Und der kann beim selben Bild sehr unterschiedlich sein. Und jetzt gehen wir in Du bist ich rein. Erstes Buch, Konzertsaalbeispiel. Planet Erde, Sonnensystem, dritter Planet, Längen, Breitengrad, Uhrzeit, Konzertsaal. In den und dem Ort festgesetzt, Radix, Zeit und du sitzt in der und der Reihe auf den Stuhl. Das ist jetzt deine ausgedachte Position, was du dich jetzt hinzoomst. Das ist natürlich alles hier und jetzt, das ganze Sonnensystem. Also du zoomst dich schon rein. Und jetzt sage ich, vorne ist die Bühne, du erinnerst dich an das Beispiel. Klavierkonzert. Und jetzt machen wir jetzt erst einmal rechts hinter dir Schnarchtanner. Du hast so einen negativen Fokus auf das Schnarchen, dass du das da vorne gar nicht mehr mitkriegst. Du konzentrierst dich nur auf die Musik. Jetzt pass auf, jetzt mache ich Folgendes, dein Charakter. Es ist ein Jugendkonzert, du bist der Musiklehrer und da vorne spielt das erste Mal deine Musterschülerin. Du kannst dich jetzt auf die Musik konzentrieren, du wirst ganz anders, du achtest nur, wie die spielt, auf die Technik, weil das ihr erster Auftritt ist. Ja. Bist du ein normaler Konzertbesucher, achtest du gar nicht so groß auf die Technik, sondern bloß auf die Melodie, wo die spielt. Bist du ein geiler Bock, hast du den Fokus bloß auf den Minirock unter dem Klavier, auf die Beine. Du kriegst weder spieltechnische Feinheiten mit. Es ist ein und dasselbe Ganze, nur verschiedene Fokuspunkte, Heiko. Merkst du, es ist der Sinn des Lebens ist, dass du erforscht, wie du funktionierst. Heiko-Programm. Warte mal schnell, ich hab. Schau mal, Heiko. Redo. Hallo, Heiko. Ja, jetzt sehe ich euch nicht mehr. Ich hab ja hier Linux, da Das geht's nicht. macht nichts, das stürzt manchmal ab, Heiko. Aber Verständigung geht vom Ton her. Wunderbar. Heiko, und das ist genau das Spiel, jetzt habe ich ja ein Echo drauf. Das ist genau das Spiel, das man hier spielt,
Die Fokuspunkte sind es. Du musst dein Leben leben. Schau, wer denkt sich jetzt den Redo aus? Wer denkt sich jetzt den Redo aus? Wer ist es? Ist es der Heiko? Ist es der Udo? Ist es der Redo? Merkst du, wir sind schon wieder auf der Ebene der Bilder. Nur der Geist, der jetzt dieses Gespräch sich ausdenkt, der ist jetzt gerade beim Essen gewesen. Wenn du glaubst, du bist der Redo, kommst du gerade vom Essen. Stimmt, Redo? Richtig. Was hat es denn gegeben? Fragt jetzt der Udo, weil der Udo ja nicht aus seiner Perspektive das nicht weiß. Was sagt jetzt ich, was auch jetzt ich, was es gegeben hat, weil ich ja weiß ja, was Redo beim Redo zum Essen gegeben hat. Das Ich ist alles gleichzeitig da. Über das, was man nicht reden kann, muss man schweigen. Es kann aber gewusst werden, Heiko. Und ich hole meine Schäfchen jetzt wieder heim. Und das machen wir halt ein wenig spannender. Ja. Weißt du, und da gibt es jetzt nicht besser oder weniger gut. Das ist eine ganz spezielle Facette. Wie ich immer sage, wenn du zum Augenvoll gehörst, dann hast du zu sehen, aber mach dir bewusst, dass du eine Facette eines höheren Systems bist. Wir nennen das einmal Körper des höheren Systems. Und dass du nicht hören kannst. Du kannst sehen, aber nicht hören. Das ist deine momentane Besonderheit, die dir bewusst werden soll. Dir soll bewusst werden, was ist zurzeit das Besondere an dem Heiko. Jetzt wird deine Logik, ich bin doch niemand, ich bin doch, hey, jetzt sagst du mal, bist du der, der sich die ganze Welt ausdenkt. Du wirst doch nicht glauben, dass es einen Redo und einen Udo gibt, wenn du uns jetzt nicht ausdenken würdest. Das ist das einmal, wir reden jetzt von Fakten, das ist das, was jetzt ist. Ich kann natürlich sagen, wenn du der Redo bist, denkst du dir den Udo und den Heiko aus. Das sind nur unterschiedliche Programme. Das war, was ich dir gerade gesagt habe mit dem Konzertsaalbeispiel. Ja. Die Bilder hängen ab und alles andere ist auch da. Du kriegst es aber nicht mit. Verstehst du? Wenn du nur auf Rechtschreibfehler achtest in einem Buch im Vergleich mit einer momentanen Norm, es wird komischerweise keinen Historiker in den Sinn kommen, wenn er jetzt alte Schriften in einer alten Bibliothek in Weimar, ob der jetzt Paracelsus oder all die Luther-Schriften liest oder Meister Eckhart, dem wird überhaupt nicht in den Sinn kommen, denen vorzuwerfen, dass die ja nicht einmal richtig Deutsch können. Weil mit seiner, der kommt, da vergleicht er komischerweise nicht. Das ist ja logisch, kann man ja nicht. Aber sobald er dann irgendwas anders liest, der kann ja nicht einmal richtig rechtschreiben. Du merkst, das muss dir bewusst, das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Das ist so eine Arroganz, das ist, wo ich sage, wenn sich deine Arroganz, deine Rechthaberei, deine Vorurteile einmischen, der Einzige, der darunter leidet, bist du selber, auch wenn du es momentan in einer Riesenarroganz gar nicht mitkriegst. Und dann wirst du merken, dass das Internet ist eigentlich hochgespiegelt wie unser Tetraeder. Das sind relativ wenige elementare Grundweitheiten und die werden millionenfach dupliziert. Mach einmal einfach... Du mal interessensmäßig, wenn du mal Zeit hast, jetzt hast du ja noch reichlich zu tun, dann interessiere dich ja mal, wie viele Esoterikforen oder weltspirituelle Lichtforen gibt es denn eigentlich? Jetzt, dann wirst du zuerst einmal die deutschsprachigen abrastern, was ja nur ein winziger Bruchteil ist von dem, was im ganzen Internet ist, wenn du die anderen Ländercodes mit dazu nimmst, okay. Aber bleib nur im deutschen Bereich, wie viele Esoterikforen das es gibt. Und dann schau mal da rein und dann wirst du feststellen, diese Geschrei, es sind Auszüge von Auszügen von Auszügen. Ein großer Teil kopiert aus dem Buch das raus und stellt es als seine Weisheit rein. Und dann sind Kopien von Kopien von Kopien von Kopien. Ich erzähle dir das jetzt nicht, indem du meinst, dass ich finde es gut oder schlecht. Es ist einfach das, was es ist. Es ist ja schon, wenn wir nur die Holofeeling-Seiten nehmen. Was jetzt ganz, ob man entweder Staaten seine oder deine Seite oder das oder das oder das, das ist, es kopiert sich eigentlich nur im Hintergrund, steht bloß eine allereinzige Weisheit. Ich kann er da Geheimnis verraten, das ist mein zentraler Computer, alles das ist das Internet selber. Und dann dupliziert sich das, so wie das kleine Licht in dem Tetraederspiegel sich unendlich vielfältigt in der Peripherie. Und wie habe ich dir gerade gesagt, wenn du dich anfängst, einmal für dieses Zentrum zu interessieren, interessierst du dich für dich selber, das heißt für uns. Uns, wir, Rot, Singular, Rot. Diese Singularität, wo der Lesch immer sagt, das ist nicht denkbar. Da stürzen die Füße sich alle ab. Nichts, ja. Können sie nichts anfangen, mit unendlich können sie auch nichts anfangen. Ja. Das ist gerade die leben im ZW-ischen Reich. Ja. Im Zwischenreich, zwischen diesen beiden Extremen, die letztendlich das Ursystem des Widerspruches ist, das Alles und das Nichts, ist im Prinzip dasselbe Ich.
Das ist der bewusste träumende Geist. Ich bin nichts und ich bin alles, was ich mir denke. Das, was immer ist, ist sämtliche Wellen plus den Dampf, der versucht abzuhauen über Wolken als bildliches Symbol und dann durch die Reinigung der Erde geht und wieder zurückkommt zu mir. Das ist, da außen ist keine Welt. Da ist nur die Welt, die du dir ausdenkst. Und die Welt, der Heiko sich ausdenkt, ist das dann mal in der unteren Ebene detailreich betrachtet eine ganz andere Welt, wie die Welt, die der Rido sich ausdenkt. Das überschneidet sich dann, es ist aber letztendlich sind es nur Facetten von Programmen. Denk mal ein schönes Beispiel, mach die Augen zu, geh in deine Küche. Dieselbe Eingabe, komplett andere Bilder, anderes Programm. Und es ist so simpel. Das heißt, wenn einer sagt, das verstehe ich nicht, ich sage, du, ich rede ganz klares Deutsch jetzt, wenn du mal dein Quadrat mit drei Stricken Verhinderungsphänomen abgestellt hast, hör einfach zu, was ich dir sage, dann wirst du sagen, stimmt, stimmt eigentlich. Hey, das stimmt ja eigentlich, was der Udo sagt. Also freilich stimmt es, weil ich ja bloß vor Fakten rede. Jetzt vor wirkliche Fakten. Von dem, was jedes 13-jährige Kind hier und sich jetzt sofort auf der Stelle bewusst machen kann. Ich behaupte mal, dass ein moderner, gebildeter 13-Jähriger schon so viel Computerwissen hat, dass er jetzt das nachvollziehen kann, was ich gerade gesagt habe. Mit Eingabe kann unterschiedliche Bilder machen. Ich kann ja mal die Augen zumachen, mich vor den Spiegel stellen und dann sehe ich den Udo anstatt den Heiko. Das ist, ich sehe, wenn ich hier die Augen aufmache, ich sehe jeden Morgen den Heiko, weil ich nämlich du bin. Ich bin ja das eine Stufe weiter in dir drin, haben wir doch gerade festgestellt. Ich weiß nicht, was anders bin, wie die Maske durch dessen Auge. Ich schaue, wo ich praktisch diese Maske projiziere nach außen. Also mal ganz ehrlich hier, meinst du, wenn du nicht ich wärst, als Heiko auch, als Facette, dass ich mir welche irgendeinen Fremden den Arsch so aufreißen würde? Ich sag doch immer, dass die anderen gehen mir doch alle am Arsch vorbei. Genau. Ich kümmere mich nur um meine Chefin. Okay, ihr zwei. Ja. Heiko, wie lang brauchen wir noch? mir fällt ja immer der bayerische Film ein, da gibt es einen Film, der heißt Alois der Außerirdische. Kennst du den? Hast du schon mal was gehört? Ja. Das ist so ein bayerischer Film, so eigentlich eine Komödie, da kommt der Außerirdische runter und der stürzt eigentlich mit dem Raumschiff ab und nachher muss er das Raumschiff reparieren, so wie beim Alf. Ja. Sonst kommt er nicht weg und dann macht mit einem Mechaniker, dann schraubt er rum und dann ist so ein schöner Dialog, wo dann der eine fragt den anderen, wie lange brauchst du noch? Das kann man nicht sagen. Nach einer kurzen Zeit fragt er wieder, wie lange dauert es noch? Das kann man nicht sagen. Und der ist natürlich mit der Antwort nicht zufrieden, weil er so in der Luft hängt, weil er will wissen, wie lange dauert es noch. Da fragt er wieder, wie lange dauert es noch? Ja, du weißt doch, das kann er dann nicht sagen. Da sagt er, dann sag doch wenigstens eine Stunde. Da sagt er, na gut, eine Stunde. Siehst du, jetzt wissen wir wenigstens, woran wir sind. Ja, so ist das Leben. Ja. Alles der Außerirdische. Ja, ja, Leute, so muss jeder seinen Anteil machen. Ja. Wir lassen uns mal überraschen, was du jetzt noch nachschiebst. Ja. Also das startet er, wenn holprig, sage ich, aber wenn man jetzt die Geduld hat, könnte ich jetzt wieder sagen, das ist eigentlich schon wieder ein Sieb, Heiko, wenn eine Kotz mit ohne Vorwissen und ohne Geduld reinzappen. Die hören 2-3 Minuten und machen so eine Scheiße und machen es das weg. Jetzt wird das Ganze noch unterstützt durch diese extrem zerhackte Aufnahme. Und dann wird es jetzt ein wenig feiner und dann wird es immer besser, hoffe ich. Ja, ja, nee, ist so schlimm. Absolut hörbar. Also. Ja, na, das ist halt, ab dem, das will ja, seitdem, ich bin ja bloß, ich habe ja eigentlich, wollte ich ihn ja noch mehr rauslöschen von seinen Videos, aber ich dachte mir, dieses Christus, das Bläh, das müssen wir fast im Film noch mit drin lassen. Ja, auch es macht wirkliches Wiederholen. Du merkst, wenn du immer wieder der Rido, selbst jetzt mit Bescheidenheit, der Udo, den du dir ausdenkst, alles, was ich mache, wenn es ist, ich zur Kontrolle, lasse ich das nochmal Revue passieren, so wie wenn ein Endschnitt eine Endkontrolle ist, ist es in Ordnung so, passt es? Und es passt eh, weil es ist ja auf dem Film schon so drauf. Und auch ein Rido, der hätte es mit Sicherheit nochmal nötig, was ich jetzt gesagt habe, der hört sich trotzdem an und schmunzelt trotzdem immer wieder, weil man irgendwie, es härtet sich immer, es wird immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit, was ich sage. Ganz genau.
gibt es nichts zu bezweifeln dran. Das hat nichts mehr mit einem blauen Glauben zu tun. Danke. Das ist alles, was du dir an Glauben ausdenkst, ob das philosophische, religiöse oder politische Gedankenströmungen sind in ihren ganzen Einseitigkeiten. Das Holo-Feeling entlarvt alles wirklich als Unvollkommenheit. Ein gewaltsames Intronisieren wollen einer Unvollkommenheit. Was, je nachdem, in welchem Glauben du drin hängst, meinst du, würdest deine Welt damit verbessern, wenn das, was du dir wünschst, wenn sich das durchsetzen würde. Und du strömst von einem Kurs ins nächste. Weißt du, wenn du deine jetzige Welt jetzt nimmst, ist immer das Positive, jetzt wirst du zugeschissen mit Flüchtlingen. Was ich übrigens positiv sage, dass ja hier mittlerweile eine riesen Hilfsbereitschaftswelle ist. Ja. Ich, wenn wo ein Wellenberg ist, ist ein Wellendal. Es ist immer die Frage, was ist im Vordergrund, Heiko? Und ich sage, überall ist das einmal das, was, man, was du willst, dass man dir antut, du auch anderen. Im Positiven. Mhm. Das ist okay. Was jetzt natürlich mit Holofeeling einen Schritt weiter geht, du träumst jetzt. Du hast den Führerscheinprüfungsbogen vor dir und die leidenden Flüchtlinge, die du dir jetzt ausdenkst, die du nur aus dem Fernsehen und aus der Zeitung kennst, aus Märchengeschichten, Märchenfilmen, die leiden genauso wenig wie die Hühner in den Hühnerfarmen. Mhm. Es sind Gedanken, Gedanken leiden nicht. Sollte jetzt du unmittelbar in deinem Traum direkt konfrontiert werden, ich mache eine Geschichte, Redo kennt die, glaube ich, wo ich zu unserer Inge mal gesagt habe, Inge, wenn es bei dir im Winter kalt ist und es klingelt die Haustür und da steht vor dir ein Banner, ein Obdachloser und sagt ganz demütig, gute Frau, ich bin obdachlos, es hat minus 20 Grad, kann ich bei Ihnen in der Garage schlafen, sonst erfriere ich. Dann bitte den rein, gib ihn zum Essen und zu trinken und lass ihn bei dir unten im Keller schlafen. Also Keller ist jetzt bei der Inge so eine Einliegerwohnung, okay? Wenn einer klingelt und will Geld schicken, weg. Das ist ein Fall. Das ist immer wieder, das ist, die Frage ist die Demut. Wenn einer nach Geld fragt, hat er eh keine Ahnung. Der betet den falschen Gott an. Wenn einer demütig sich erkennt als Zeuge dir und sagt, ich erfriere oder ich habe so einen unheimlichen Hunger, kaufen Sie mir ein Stück trockenes Brot. Ich will kein Geld, aber irgendwas haben Sie, ein Stück trockenes Brot oder was, dass ich was zum Essen habe. Wer, hast du schon mal einen gesehen, der bei dir klingelt und nach Essen bettelt, weil er Hunger hat? Die wollen Geld. Es ist immer wieder, wenn ich jetzt einen Tsunami nehme, ich habe das schon mal angesprochen, unsere ausgedachte Welt, wir machen in Indien. Da wird Geld gesammelt. Was ist Geld? Geld ist doch nichts, Heiko. Der riesengroße Wahn, was die brauchen, wenn da die Wasser, das Trinkwasser durch diese Überschwemmung verseucht ist, dann muss hier eine Schiffsladung Wasserflaschen runterschicken. Da brauchen die Wasser. Jetzt kommt natürlich, ja, ich brauche ja Geld, um mal Wasser zu kaufen. Das ist, alles wird abgepuffert mit dem Scheißdrecksgeld. Was jetzt hier natürlich, wenn ich jetzt Details in dem Führerscheinprüfungsbogen, da kriegst du ja nicht ein Promille mit, wenn du wach bist, dann ist zum Beispiel Großfunkausstellung international, die totale Vernetzung jetzt, hier zähle die neuen Computer. Ich mache neue Hochrechnungen, wieder offiziell habe ich aus das Fernsehen heraus, dass du mal die Schizophrenie der offiziellen Nachrichten kennst, dass die Entwicklung so super voranschreitet, ist ja neue Märkte, kann man ja neue Maschinen bauen, baut ja neue Maschinen, das wird erklärt, gute Zukunftsaussichten mit neuen Entwicklungen und dann sofort im nächsten Artikel, dass hier Fachleute davon ausgeht, wenn die Entwicklung so weitergeht, wenn die nächsten 8 bis spätestens 10 Jahre in Deutschland 20 Millionen Arbeitsplätze wegfallen, die durch Computer ersetzt werden. Merkst du, was ich meine? Dann hast du zurzeit die Nachrichten komplett vollgepfeffert mit Flüchtlingen, Bildzeitung gestern, große Überschrift, die 20 reichsten Deutschen. Mit dem Milliardenvermögen. Nächste Seite, Fußballer werden immer teurer. 80 Millionen Ablöse, 65 Millionen Ablöse. Du blätterst wieder um, die armen Flüchtlinge, wir müssen sammeln, wir müssen. Merkst du diese Wellenberg und Wellendal? Haarscharf, Seite um Seite nebeneinander stehen. Es ist Gott sei Dank bloß eine Traumwelt mit symbolischen Bildern. Deine Aufgabe da außen, du spitzt einfach deine Heiko-Rolle im Hintergrund. Ich sage immer wieder, sollte das auf deinem Film drauf sein? Gibt ja welche, die hier ganz massiv konfrontiert werden, wo als Fernsehbericht einer reich, gut situierte, der auch Luxus liebt, wo er sagt, der dieses Mitleid, das kleine Baby, wo ich euch da eingespielt habe, hier der 5-Jährige am Strand der Tode, der löst natürlich jetzt. Das ist genau das, was ich im Vortrag sage. Mitleidsgefühle aus ohne Ende. Jetzt plötzlich, das Bild war für mich ein Reizauslöser, hat er gesagt. Ich gehe unter die Massen und Lady und lässt bei sich 5, 6 Mann Obdachlose und sagt, das ist eine total super Erfahrung, wo er macht.
Die sind nicht alle schlecht, die sind einfach hier sehr einfach, sehr primitiv, sagt aber, das ist diese Mitleidswelle, die kommt. Unzufriedenheit ist Energie, egal wo die hingeleitet wird. Aber das Eigentliche, das ist jetzt einmal gut von der Moral her, gut, aber wo gut ist, ist schlecht, das löst sich ja mit Holofeeling auf. Was soll dir Geiste sagen? Da, wo ich dich hinführe, gibt es die Probleme sowieso nicht mehr, Heiko. Da gibt es ja nicht bloß Frieden, da ist es halt wie in einem Film, da gibt es Geschichten mit Spannung, verstehst du? Die rein illusionär sind, obwohl sie vollkommen real sind. Ja, und betrachtet auch die Flüchtlinge als deine Gedankenwelle. Das sind Flüchtlinge. Das ist die Toten, lass die Toten Ja, Toten. das Es sind die ist Flüchtlinge, eine das sind kommen und Parabel, es gehen. ist zum Lernen da. Das Die wollen heim. Liebe ist, die rote Liebe, Heiko, das, was ich sage, ich bin Liebe, ich kann nichts anders, ich bin nichts anders, ich habe nichts anders gelernt, die ist allumfassend, die Betonung liegt auf allumfassend. Erst jetzt macht der Sinn, liebe deine Feinde einen Sinn. Und jetzt gehst du auf die Metaebene, dass der Krug, der zum Brunnen geht, bis er bricht, es geht doch nicht um den scheiß Krug, den du dir aufgrund der Worte ausdenkst, der dann auseinanderbricht. Die Wirklichkeit ist eine Metaebene drüber. Die drei Ebenen, wo ich mit dem Ei, mit dem Menschen und mit der Schrift sage. Im Erwecken, glaube ich, ist das am Anfang drin, diese drei Stufen. Du bist zurzeit in einer extrem oberflächlichen Welt, in der Welt der Gischt, der Tropfen, die rausgeschleudert werden, ganz kurzzeitige Erscheinungen, die kommen und gehen, die kommen aus dir und fallen wieder in dich rein. Und dann wirst du merken, dass jede Oberwelle eine untere Welle hat und nochmal Wellen, dass das viele Stufen sind, dass der klassische Sinus der Wellenberg und des Wellental eine ganz, ganz, ganz grobe Metapher ist. Wie sage ich immer, eine Vereinfachung von Vereinfachung von Vereinfachung, dass du zuerst einmal ein Grundprinzip verstehst. Und das Schöne ist, es ist alles schon passiert. Wenn wir der Redo sind, haben wir das alles begriffen, wir zwei Brüssel, Heiko. Wir brauchen noch ein bisschen. Okay, lass uns gut sein. Wir wollen den Heiko nicht länger aufhalten, sonst kommen wir ja nicht dieses Vortrags im Fliegenstall. Warten schon gespannt drauf, ne, Redo? Alles klar, ihr zwei, ich wünsche euch was. Danke. Ciao. Tschüss.